Hallo und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ich muss das so tun, dass wir anschalten und hier ist noch ein Schatz, den nehmen wir mit und dann gehen wir, achso, wir sind gerade beim Sternlager, weil ich die Quest machen möchte, gerne. Die Questline der Reisenden, die schönen Diebe, Schmuggler, Banditen. Ne, Banditen sind sie nicht, sind ja eher Diebe, ja. Ja, komm zu sehen. Hallo! Möge sich der Staub des Weges erheben, um euch zu berühren, Wanderin. Willkommen im Sternlager. Du bist eine Feier. Das ist seltsam. Ich bin Krilgerin. Ich bin mit dem Titel Münzbube nicht vertraut. Aber soweit ich es verstehe, räumt er mir die Verantwortung über dieses Lager und seine Reisenden ein. Ich kenne die Länder, die Schatten und die gewundenen Pfade, die die Reisenden benutzen. Ich folge keinem Gesetz und keinem Glauben an Besitz. Aus diesem Grund wurde mir die Führung übertragen. Ist klar. Gut. Hierophant, wer ist denn das? Ihr seid noch jung in unseren Reihen. Ich möchte eure Ansichten über den Hierophanten nicht durch meine eigenen beeinflussen. Grimm Unwig. Als andere Angst hatten, mit Feien auch nur zu reden, kam plötzlich Grimm und stellte mich den Reisenden vor. Seit diesem Moment kann ich mir keinen standhafteren Verbündeten mehr vorstellen. Ach so, die Reisenden. Oder Reisende. Wir sind vieles, aber vor allem sind die Reisenden Diebe. Wir gehen unseren eigenen Weg. Das ist toll. Dann Lager. Dieser Ort wurde schon von vielen beschritten und dieser Hain war einst geheiligter Boden. Wir erhalten ihn. Von wem? Oder was? Grimm Ottwin schickt mich. Dann hat Grimm euch eingeschätzt und für würdig befunden. Schön. Es gibt jedoch noch einen anderen, den ihr zufriedenstellen müsst. Unseren Leitstern, den Hierophanten, dessen Identität niemandem bekannt ist. Geht zum Schrein des Hierophanten in unserem Lager und betet, so wie es alle Reisenden tun müssen. Wir haben viele Freiheiten und eine Kette. Ein Reisender lebt von seinen Händen und seiner List. Und ihr müsst dasselbe tun. Der Händler Hidon verkauft Gegenstände, die diese Fähigkeiten ergänzen, falls ihr Bedarf daran haben solltet. Ganz toll. Möge okay. Sich der Weg erheben, um euch zu berühren. Ich habe da gerade im Hintergrund noch etwas gesehen. Ja, hier. Eine Truhe, aber die kann man plündern bloß. Schade. Ich möchte nicht unbedingt von den Dieben was klauen. Die könnten mir das eventuell übernehmen. Hier kommen wir natürlich nicht durch. Versteckte Schätze haben wir dann noch. Hier oben ist einer. Oder eher. Ach, da. Alles klar. Seid gegrüßt. Haben wir neue Handschuhe. Der Schrein des Hierophanten ist da unten. Da kommen wir gleich hin. Angenehme Reisen. Ja, schon klar. Kein Problem, kriegen wir hin. Nichts und wieder nichts. Toll. Ist ja ganz, ganz toll viel, was wir hier kriegen. Wir können ins Wasser springen. Platsch. Und hier ist der Punkt. Oh, ein Medaillon. Mal sehen, was das bringt. Accessoires plus 5 Blutungsresistenz ist also nichts wert eigentlich. So gut wie. Rüstung, wir hatten neue Handschuhe bekommen. Oha! Die sind ja schön. Die legen wir gleich mal an. Und Reparaturkits, toll. Ja, das ist ganz toll. Hier oben sind noch mehr versteckte Schätze. Einmal hier. Und einmal hier. Ich gleich mitnehmen können. Egal. Gut, was haben wir denn noch Schönes hier? Ein Ausbilder. Wie viel Geld haben wir? Wesentlich weniger als wir brauchen. Ja, das war mir schon klar. Ich wollte trotzdem mal gucken, wie viel wir denn haben. Ja. Habt ihr einen Wunsch? Nö, ja doch, Geld. Geld. Viel Geld. Viel Geld.
Aber ansonsten nichts weiter. Gut, dann gehen wir zum Schrein des Hierophanten und beten. Was betet hier vor mir? Ein Strudel im Fluss des Schicksals. Ein Missklang im Lied von Amalur. Eure Gegenwart ist verunsichernd. Aber ihr seid gekommen, habt gebetet und unseren Glauben geehrt. Wenn ihr wünscht, eine Reisende zu werden, so bittet mich um meine Vorzeichen. Hä? Um echtes Vertrauen und Gefolgschaft zu erhalten, darf der Hierophant keine Schwäche, kein Fehler und keinen Makel haben. Mit anderen Worten, der Hierophant darf niemand sein. Okay. Cool. Was tust? Was soll ich tun? Der Preis für eure Aufnahme ist hoch. 3 Schätze werden erforderlich sein, um diese Last auszugleichen. Zunächst ist da ein Adliger, Ealfik Grilrikas, der sich in Didenhil aufhält. Stehlt sein Medaillon. Anschließend werdet ihr in der nahegelegenen Mission das Leichentuch des Toten Sankt Eadrik in euren Besitz bringen. Der letzte Schatz sind Rauks Zahnstocher. Wir haben uns bereits mit dem Wunsch, sie zu kaufen, an ihren Besitzer, Gunnar Frode, gewandt. Ihr werdet sie jedoch stattdessen stehlen. Natürlich werde ich das. Erzählt mir von dem Medaillon. Es ist ein ziemlich wertvolles Schmuckstück einer alten Adelsfamilie. Relativ unscheinbar und für uns doch einiges Geld wert. Okay. Dann der Zahnstocher. Die Dolche wurden von Drauk, dem legendären Kriegsherrn der Jotun, verwendet. Sie waren jedoch nicht seine Waffen, auch wenn der Name darauf hindeutet. Okay. Und das Leichentuch? Es ist das Leichentuch von Sankt Eadrik. Es gibt zahlreiche Reliktsammler, die sich nach derartigen Artefakten verzehren und bereit sind, gut für sie zu bezahlen. Okay. Na, ich werde tun. Ja. Noch einige letzte Warnungen. Ealfik Grilrikas ist ein anspruchsvoller Mann. Er wird keine Annäherung dulden, wenn er sie sehen kann. Das Leichentuch von Eadrik liegt in seiner Gruft, die von zahlreichen Augen beobachtet wird. Wartet, bis niemand in der Nähe ist, bevor ihr es an euch nehmt. Und Gunnar Frode schließlich ist verschlagen. Er wird die Dolche weder bei sich noch in seiner Nähe haben. Also, seid gewarnt. Okay. Gar kein Problem. Wo müssen wir denn hin? Einmal, ach du meine Güte. Okay. Dann gehen wir zuerst mal nach Didenhil, würde ich mal so behaupten. Tü-tü-tü. Ich weiß nicht, teleportieren wir uns hin oder laufen wir hin? Ach, wir teleportieren uns mal. Wir haben es ja extra freigeschaltet. Wegen Abkürzung und so. Also gibt es hier noch massig Quest. Ich will erstmal die hier. Ich hoffe, in der Mission oben im Norden sind alle wohl auf. Was soll das, verfluchte dämliche Bauern? Ealfik Grilrikas wird sich nicht von der Fäulnis dieses Dorfes anstecken lassen. Und jetzt verschwindet, nehmt eure vergiftete Luft und geht mir aus den Augen. Es ist schon schlimm genug, hier eingesperrt zu sein. Alter, was geht mit dir? Plündertruhe. Bauernkleidung, nichts Interessantes. Hier hinten, Plünder Schreibtisch. Nö. Auch nichts. Und wo gehst du jetzt hin? Ich war nicht mehr in Jadgrub seit letztem Frühjahr. Wo geht der denn jetzt hin? Aha. Reden wir einfach mal mit dir. Kein Grilrikas sollte jemals mit niederem Volk wie euch verkehren müssen. Verschwindet! Ist klar. Ach, da haben wir's. Ah, okay. Wir müssen Taschendiebstahl. Ach, du meine Fresse. Na, das wird ja lustig. Ich bin doch so schlecht im Schleichen. Dazu müsste ich eigentlich... Nein, erst... die Rauchbombe haben. Und die kriege ich mit... 35. Ja, nee, ist klar. Alles klar. Neuer Plan. Ja, sieht mich halt. Und alle anderen sehen mich natürlich auch. Was war das denn jetzt? Wer hat denn jetzt die... Hä? Warum? Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Kann ich mich hier hinter verstecken, dass er mich nicht sieht? Da kommt er zurück, genau. Darf er mich nur nicht sehen, oder...
Darf mich keiner sehen. Ich bin da nicht ganz sicher gerade. Nö, es darf mich wohl keiner sehen. Diese verdammten Alter, das wird ja richtig heftig. Gut, dann lassen wir das auch erstmal. Was hast du denn für eine Quest? Was zum Teufel wollt... Oh, hallo. Hat der Dios euch geschickt? Nein. Kester Barclay, bitte verzeiht, ich wollte nicht unhöflich sein. Diese Krise raubt mir noch den Verstand. Okay. Welche Krise denn? Lupest. Sie wird euch vermutlich nicht töten, nur schwächen wie ein kleines Kätzchen, was in dieser Gegend dem Tod gleichkommt. Okay, genial. Wir sind einfache Leute hier, Händler und Handwerker. Wir sind nicht darauf eingerichtet, mit so einer Bedrohung fertig zu werden. Was denn für eine Bedrohung? Ich bin hier aufgewachsen. Kann mich noch gut erinnern, wie ich damals in den Krieg gezogen bin. Als ich zurückkam, war ich der Stolz des Dorfes. Aber ich hatte mit der Kämpferei abgeschlossen. Okay. Der Junge braucht Ruhe. Er hat Husten. Aber er hört weder auf mich noch auf seinen eigenen Bruder. Das ist nicht vernünftig. Welche Krise? Die Blutpest und die Boggarts verbreiten sich in ganz Glendara. Für gewöhnlich halten diese Biester sich von der Stadt fern. Aber offenbar hat ein Jotun die Boggarts aus ihrer Höhle vertrieben. Ein Jotun? Alles klar. Er könnte die Seuche kurieren. Das kann ich nicht. Aber Astrid Frisk, unsere Heilerin, kann es. Wenn sie die nötige Arznei hat. Unser Vorrat geht zu Ende. Heute Morgen sollten wir mehr erhalten. Ihr könnt sie fragen, wenn ihr neugierig seid. Das werden wir bestimmt tun. Ich werde helfen. Ihr seid entweder mutig oder töricht. Oder beides. Aber wenn ihr die Jotun tötet, würden die Boggarts uns vielleicht in Frieden lassen. Also gut, reist nach Norden in die Höhle der Boggarts in Kolzbein und räumt sie. Na klar. Unsere eigene Heilerin. Wie ihr euch denken könnt, hat sie seit dem Ausbruch kaum geschlafen. Wenn ihr denkt, helfen zu können, findet ihr sie wahrscheinlich in ihrer Hütte bei der Pflege der Kranken. Ganz toll. Boggarts. Mit einem einzelnen Boggart werden wir fertig. Aber 10, 20. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ganze Stadt angesteckt ist. Wenn ihnen kein Einhalt geboten wird, sind hier alle in Gefahr. Das kann ich nicht zulassen. Höhle? Kolzbein ist eine Boggarthöhle nördlich der Stadt. Oder es war eine Boggarthöhle. Vor einiger Zeit haben ein paar Jotun angefangen, in den Höhlen zu graben. Haben die Boggarts aus der Höhle getrieben. Geradewegs in unsere Stadt. Ich weiß nicht, wonach die Jotun gesucht haben oder ob sie es gefunden haben. Und es interessiert mich auch nicht. Ich will nur, dass sie verschwinden. Klar, kriegen wir hin. Jotun. Tumbe Grobiane, fast 2 Mann hoch und ebenso breit. Warum sie nach Glendara gekommen sind, weiß niemand. Eines Tages waren sie einfach da. Wir konnten sie nicht aufhalten. Ja, das sind ganz schön große Viecher denn. Bitte beeilt euch. Ja, nee, ist klar. Ja, dann machen wir das erstmal. Die reisende Quest können wir gerade mal ein wenig abhaken. Dann machen wir das. Cool. Nächste Quest. Diese verdammten Boggarts! Ja doch. Die machen wir doch jetzt gleich platt, denke ich. Vielleicht, eventuell. Mal sehen. Barges! Abgeladen. Ich habe keine Pfeile mehr. Gib mir Pfeile. Sehr schön. Ich kann jetzt keine anvisieren. Gut, gehen wir runter. Da hat er uns noch nicht gesehen. Jetzt gleich schon. Hat ja gelohnt. Natürlich kommen die Boggarts gleich auch noch an. Nur nicht so nah rangehen. Die vergiften einen schnell. Kleinen Mistviecher. Okay, dann müssen wir hier lang. Und hier lang.
Nein, 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 lass mich mal. Und tschüss, tschüss, tschüss. Nein, nein, nein. Lass mich, lass mich, lass mich. Ich laufe ein bisschen falsch. Hier lang müssen wir. Goodie. Holzbein. Ein Jotun. Was ist denn ein Jotun? Wir werden es gleich sehen. Eventuell. Oh, Höhlenblüten. Die wachsen, weil Magie anwesend ist. Sehr nice. Nichts bekommen, natürlich nicht. Alchemie zu niedrig. Drei Versuche hat jetzt immer wieder. Das sind Jotun. Groß, fett und mit Hammer. Und halt eine Menge aus. Die kann man nicht blocken einfach so. Aua! Aua! Was ist das? Ja, jetzt endlich. Das Stunt. Dreckiges Mistviech. Hast du irgendwas gedroppt? Nö. 10 Jotte müssen wir jagen, Alter. Dann lass mal einen. Aua, lass das, Mann! Kann doch nicht wahr sein. 2, wieder nichts gedroppt. Toll. Lohnt sich ja hier voll. Kann man den looten? Nö, kann man nicht. Toll. Alles Mist, Junge. Wenigstens ein bisschen Gold. Oh, eine Truhe. Nicht mal verschlossen. Herrlich. Auf geht's. Weiter. Was ist denn hier drin? Ein Bogger. Hey. Auch nichts. Das ist ja langweilig. Leicht. Na gut. Nein. Oh, der erste Prismärde Dietrich, den wir bekommen haben. Ist ja schön. Oh ne, ich hatte schon. Hier tun wir noch mehr Truhen. Lindern. Den Stab. Okay, hier ist eine Truhe. Ah, war jetzt nicht so ergiebig. Dann gehen wir halt weiter. Oh Gott, was kommt denn da? Pfeile? Achso, das sind sie wieder. Alles klar. Mehr Feinkohle. Schön, schön. Sind wir nicht gerade in eine Höhle drinne? Dachte ich, zumindest. Gut, gut, gut. Okay, okay. Dann geht's wohl da nach draußen wieder. 2. Und schön. Die kommen bestimmt jetzt beide, oder? Jep. War klar. Nein, 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 nein. Au! Dreckigen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich
Dicker! Meine Fresse! Nehmen wir einen Regenerationstrank. So, dann du noch. Ah. Mal anders. So. Ha, 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 sneaky. Ja, so das jetzt? Ist aber gar nicht tot. Nur betäubt oder was? Aber gut, alles klar. Also nochmal 6 Stück jetzt besiegen. Oh, das kann was werden. War das gerade die Rüstung des Verräters? Oh, wie geil! Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Jetzt wollen wir nur noch eigentlich den Helm abholen. Und dann können wir die Rüstung anlegen und kriegen plus 2 auf alle Fähigkeiten. Oh, das wird nice. Das wird nice. Ich sag's euch. Oh Gott, 3? Oh nö. Ich will das nicht. Tränke. Was haben wir denn für Tränke dabei? Blutungsschutz. Nein. Erfahrungsverstärkung. Wäre gar nicht mal schlecht. Feuerschaden. Reizschaden. Erhöhung des Lebens. Präzision Volltrefferschaden. Ja. Geraubtes Leben ist gut. Kraft dran. Körperschaden. Ja, nehmen wir auch mal mit. Gesamte Rüstung. Ja. Blitz brauchen wir nicht. Blutungsschaden. Giftschaden. Ach, wir nehmen alles mit, warum? Ah, das sind alle unsere Trankeffekte. Alles klar. Ey, ich bin noch vorbei, Mann. Dicker. Das ging nicht mal so schlecht. Und da sind so unsere Tränke auch schon wieder alle abgelaufen. Aber es hat sich wesentlich gelohnt, muss ich sagen. Das war gar nicht so schlecht. Nächster Prismär, Dietrich. Juhu. Nichts. Ja, ich sollte eventuell mal Alchemie ein bisschen leveln, dass ich auch die ganzen Materialien aufnehmen kann. Weil, wenn nicht, dann kriegen wir halt nichts. Aber ich level halt eigentlich nicht Alchemie, weil, ja, wir finden die ganze Zeit Tränker. Mehr oder weniger die ganze Zeit, aber für unsere Verhältnisse reicht es eigentlich völlig aus, was wir finden. Angucken. Waffen. 30. Mit Blutungsschaden. 15, 19, 21, 22. Das sind Eisenklingen? Ja, Eisen. Alles klar. Na gut. Aber wir können auch mal sie ausrüsten. Ja, das Blutungsschaden ist immer gut. So könnte haben wir nichts wahr. Nee, keinen neuen Bogen. Rüstung. Glaube ich auch nichts Neues. Nö. Die sind genauso gut, aber Mana-Regeneration brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die regeneriert sich ja von alleine die ganze Zeit. Und so absetzen wir unsere Fähigkeit auch nicht. Bitte? Nein. Oh Mann! Die ist wichtig gewesen eigentlich. Wo geht's denn hier hin? Die Ruinen. Nächster Abschnitt. Eine schöne Tür. Chakrams. Ich mag Chakrams. Tür öffnen.
Hey. So nicht, mein Dicker. 8 von 10. Ach, noch mehr so viel. Nur noch 2 Stück übrig. Wie ich die kenne, sind beide auf einem Haufen. Langer Gang ist lang. Alter, das ist alles unterirdisch. What the what? Ausgewichen. Pfeile! Nein, ich komm wieder. Einer ist schon weg. Schade, dass man die nicht in den Abgrund schmeißen kann. Ach du einfach. Ey, oh, diese blöde Kante. Cool. Yay! Wir haben sie alle tot. Oh, endlich. Meine Güte. Was ist denn das für ein Riesenteil hier? Und die leben Bockerts drinne? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das? Was ist hier drin? Sollten wir wirklich schon hier sein? Ist das richtig, dass wir hier sind? Speichern. Und los. Bei Telogros, ihr habt mich überrascht. Was tut ihr hier unten? Wie ich sehe, haben meine Jotun ihre Befehle nicht ausgeführt. Aber schickt Padaxes euch? Lysander vielleicht? Sagt es mir. Diese Narren wissen nicht, wozu ich fähig bin. Ganz offensichtlich nicht, wenn sie glauben, ihr allein könntet mich aufhalten. Das ist ein schöner Stab, muss ich sagen. Ihr steht mir im Weg. Ich lasse euch nicht in Ruhe. Ihr steht mir im Weg. Ihr täuscht Überraschung darüber vor, mich hier zu sehen. Als wärt ihr nicht geschickt worden, um mich aufzuhalten. Eigentlich aber nicht. Ihr kommt zu spät. Meine todlosen Diener erheben sich bereits aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf. What? Ich kann euch offensichtlich nicht leben lassen. Aber beantwortet mir dies und ich schenke euch einen schnellen Tod. War es Padaxes oder Lysander? Sie haben sich verbündet. Also schön. Ob ihr für den Rosenhof oder den Onyxturm arbeitet, ihr könnt euer Geheimnis mit ins Grab nehmen. Mein Zauber befehligt unzählige Legionen. Bald werden beide Häuser einstürzen. Ihr aber werdet nicht mehr am Leben sein, um die Ruinen zu sehen. What? 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 Was geht hier ab? Alter, nein, lass mich! Oh Gott, oh Gott, 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 was? Was geht denn jetzt ab? Alter! Nein, lass mich! Geheimwaffe! Yay! Okay. Jetzt machen wir alle fertig, bis unsere Leiste fast leer ist und dann rennen wir schnell zu ihm. Das müsste eigentlich. Ah, das reicht locker. Ist doch einmal frei. Geheimwaffe! Yay! Das hat funktioniert. Yeah! Das mit 28% habe ich gar nicht erst versucht, weil es hätte mit Sicherheit sowieso nicht geklappt. Es ist Hens des Schicksals bekommen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir nehmen eine Truhe und kriegen einen neuen Bogen. Cool. Kann denn der Schönes? Waffensekundär. Der ist sogar wesentlich besser. Der Blutungseffekt. Und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schön.
Was würde ich sagen? Schlicht. Schön schlicht ist der. Ich mag schlichte Sachen. Das müsste kein, wie unser erster Bogen, den wir ausgerüstet haben, diesen lilan, den mit dem riesengroßen Ziegenschädel da drauf. Nein, nein, das will ich nicht. Das ist toll. Gut. Mehr gibt's hier auch nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Hat sich ja gelohnt. Denke ich. Vielleicht. Eventuell. Tüdelü. Was sind wir hier? Haben wir jetzt hier noch irgendwo eine Truhe oder irgendwas? Sieht nicht danach aus. Nö, wir können bloß hier runterspringen. Langweilig. Da ist noch ein Haufen. Oh, wir haben 50 versteckte Dinger gefunden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube 50. Eine Truhe. Naja. Toll, jetzt kriegen wir den Erfahrungsbuff. Auch gut. Ach, wir sind hier. Also klar, wir müssen auf jeden Fall zurück. Wie lang? Ist das richtig? Ja, sieht richtig aus. Aber das Stück laufe ich jetzt. Da teleportiere ich mich jetzt nicht unbedingt. Ach da, wo ich auch sagen, wo ist denn die Person, die auf der Karte angezeigt wird? Aber da steht sie. Okay. Wie weit sind wir vom Level ab entfernt? Nur eine Hälfte. Dann müssen wir der Hälfte. So viele rote Punkte auf der Karte. Gerade nicht sicher, ob Bogarts überhaupt looten können. Mal so doof gefragt. Ich meine, wir machen gut Schaden, ja. Bogen ist ganz schlicht, ganz schick, aber können Bogarts bluten? Ich meine, die haben kein Blut. Schwer zu sagen. Das hier ist das Dorf Didenhiel. Ja, ich weiß, dass das Dorf Didenhiel ist. Guten Abend. Gut. Ja. Ihr seid zurück. Freut mich, dass ihr überlebt habt. Wir haben gespürt, wie die Erde bebte und als ihr nicht zurückkamt, aber egal. Unsere Stadt steht für immer in eurer Schuld. Bitte nehmt das. Es ist nicht viel, aber nach allem, was ihr getan habt, sollt ihr es haben. Das ist aber nett. Du hast wieder eine ganze Menge zu erzählen, aber das haben wir, glaube ich, alle schon gehört. Mitaru möge... Accessoires. Wir haben... Oh, ja, bitte. Den könnten wir eigentlich schon fast ablegen, aber wir haben keinen anderen. Darum lassen wir den erstmal da ausgerüstet. Über euch wachen. So, erstmal zum Lager hin. Und dann schnell unseren neue Kutte angelegt. Nehmen die da. Und jetzt ausrüsten. Oh ja, oh ja. Ich möchte noch kurz auf die Fähigkeiten gucken. 1, 3, 2. Das könnt ihr euch mal ein bisschen merken. Jetzt werden wir gleich sehen, wie weit das ansteigt. Müsste aber eigentlich alles um 2 Punkte steigen. Rüstung. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Könnte ich ja fast den Helm wieder einblenden. Fähigkeiten. Oh ja, das steckt auch an. 5, 4, 4, 3, 3, Alter, 6. Alter, wir machen jetzt so abartig viel Schaden bestimmt. Das ist so genial. I like. 40. Alter, das wird so geil. Das wird so geil. Aber es wird erst in der nächsten Folge geil. Denn an dieser Stelle werde ich mich verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.